Gordon, geht's gut, Stefan? Also, so habe ich jetzt noch einen Eindruck gehabt. Ja, es ist ein Problem. Also, das ist auf jeden Fall eine Sache, die mich beschäftigt. Aber es ist nicht eine Sache, die mich ruiniert. Ne? Also, wie gesagt, wenn ich halt das Geld nicht habe, den LKW zu fahren, muss da halt zu Hause bleiben. Ich muss mir das jetzt nur mal irgendwie jetzt ausrechnen, ob sich der LKW noch lohnt. Das kann ich aber erst sagen, wenn ich ihn weiter nutze. Ich habe aber schon gesagt, das habe ich übrigens im Video auch schon gesagt, ne? Marcel, danke dir für die 3 Franken, ne? 6 Mark oder so, keine Ahnung. Habe ich tatsächlich, muss ich tatsächlich wirklich sagen, dass ich wahrscheinlich, wenn der LKW jetzt auf ist, das heißt, ich fahre die Karre noch auf, ne, ob sie es immer nicht mehr lohnt, ist eine andere Frage, ne, das weißt du ja selber. Ach, du warst das Boroholiker, ja, sind angekommen, danke dir, Mann, mit den Kopfhörern, die kommen in Robo. Das ist wahrscheinlich der letzte LKW, den ich dann habe. Also, wenn der LKW fertig ist, gibt es keinen mehr. Ich werde keinen anderen mehr kaufen. Ich hatte mir ja schon ganz, ganz lange überlegt, ob ich den LKW überhaupt noch kaufe. Ne? Ach so, mit ADAC und so, Tim, die haben eine Sonderregelung. Die müssen keine Maut bezahlen. Die brauchen auch keine Längszeiten tatsächlich. Ist genau wie Winterdienstautos und sowas. Ne? Nur ihre Transport-LKWs, wenn die jetzt irgendwie Autos transportieren von A nach B, die kosten Maut. Aber ich bin ja leider kein ADAC. Bis Rufen geht, keine Ahnung. 190er von Petra, weiß ich noch nicht. Oder vielleicht mache ich den Heile. Ich glaube, da kommt ein normales hier. Da kommt ein neues Dings rein hier. Ein neuer Vergaser rein und dann kann der wieder los. Dann schicken wir ja 2 Jahre TÜV drauf. Und dann mal gucken. Da kriegen sie nochmal neu. Mal gucken. Weiß ich noch nicht genau. Also der Benz muss irgendwie Geld bringen. Das hilft alles nichts. Ich habe da allein im Einkauf über 2.000 € für bezahlt, weil ich das in Zahlungnahme mit reinrechne von dem Volvo. Das heißt, ich kann dir nicht einfach so sagen, weg mit der Gurke. Das geht ja nicht. Ich stecke so tief drin. Patti, Alter, habe ich noch nicht geguckt. Ich habe noch keine Fanpakete gemacht. Aber Powerbank klingt schon mal gut. Danke dir auf jeden Fall schon mal. Moin, Kai Wilhelmi. LKW kann ich nicht gebrauchen. Gurkenträger, die nehme ich. Ey, ich weiß, Mikey. Der hast du lieb. Ja, das neue Schloss von Forst ist nicht nur bestellt. Das ist tatsächlich sogar in meiner Halle. Es liegt auf meiner Werkbank. In der Nähe vom Trecker. Mit einem neuen Tankdeckel sogar. Ich habe den tatsächlich ein bisschen weiter gemacht, den hier, den Dings. Den Meriva inzwischen hochgenommen? Nee, den Meriva nicht, den blauen nicht. Aber ich habe einen neuen Meriva mit nur 98.000 Kilometer. Oder auch weniger, 90.000 Kilometer. Ich glaube 90.000 Kilometer sogar nur. Mücke, Alter, die will mich angreifen. Das war so eine Entzahlungnahme für den hier, für den Clio. Der ist jetzt weg, der blaue. Ich zahle nicht wie ein Olli, ich zahle für jedes Auto, für TÜV aktuell 153 € bei der Dekra. Kalli, meine Hasi, ja, auf jeden Fall war schön. Aber die Wurst war ja auch gut. Danke, Mann. Ja, danke euch. PKW und Trailer ist keine Maut drauf, nein. Das wäre das einzige Ding, was man noch mal sagen könnte, könnte man machen. Eigentlich könnte ich den Passat, den ich jetzt stehen habe, den grauen, konnte ich mal eigentlich anmelden als Trailergurke. Aber Anna wollte ich, nee. Patti, mein Hase, ich danke dir für 6,98 Mark, Alter. Ja, aber du kannst den LKW nicht ersetzt von einer Arbeitsmaschine ummelden. Das macht keiner mehr. Das macht wirklich keiner. Also ehrlich, ohne jetzt irgendwelchen Scheiß zu erzählen, das macht keiner. Das macht kein Prüfer mit. Weil die genau wissen, warum du das machst. Und die haben keinen Bock, gerammelt zu werden. Wisst ihr? Antwort: Der Golf 3 Automatik ist auf dem Hof. Ja, ist ein 1,8er Automatik. Der ist schon am Start. Aber rostig, muss man noch machen. Der ML, wo die Maschine verreckt ist, der ging tatsächlich damals irgendwo zu so einem Typen, den geschlachtet hat. Den habe ich verkauft.
Wenn meine neue Gurke mal endlich läuft, nehme ich die 400 Kilometer. Adrian, so ist es. Lass brüllen, das Ding. Der Capote. Ja, Capio ist geil, ne? Fühle ich. Wie findest du die Ape fahren eigentlich? Ja, Ape fahren finde ich witzig. Also ich würde so sagen, das will ich jetzt nicht unbedingt jeden Tag haben. Oh gut, meine Ape ist gemacht, die ist nicht so nicht ganz so lahmarschig. Aber ich sag mal, du fährst relativ wenig mit einer Ape, wenn du parallel dazu ein K30 hast. So vom Ding her, so. Nenn nur von doofen Gedanken. Also ich habe die dieses Jahr nicht einmal versichert. Ich fahre die nur mit meinen roten Nummern. Also mit meinen roten, ich habe ja diese roten Mofa-Kennzeichen. Halte sie damit nur am Leben. Das ist hauptsächlich so mein Ding. Der Robo ist mautfrei, tatsächlich. Der Robo, der fährt ja hier, der hat diese Ausnahmeregelung mit dem H-Kennzeichen. Und da der ja nicht gewerblich fährt, sondern einfach nur als Freizeitmobil, ist der rausgenommen. Ein Glück. Also sonst wäre der Robo für mich eigentlich auch für den Arsch. Dann könnte ich mir den sonst wo hinschieben. Die Story von Capri nicht, Erik, was war ja nicht meine Geschichte. Wenn du Notdienst im KSZ-Bereich anbieten würdest, ja, dafür brauche ich aber eine Werkstatt, die habe ich ja auch nicht. Dieselfreund. Da muss ich eine KSZ-Werkstatt veranmelden. Und mit der KSZ-Werkstatt hätte ich wieder eine ganz, ganz andere Berufsgenossenschaft, die sich um meinen Laden kümmert und dann auch Ölabscheider pflegt und hier und da, was ist dieses Typische, wenn du eine Werkstatt hast, Meister pflegt, dann kann ich den Laden auch, kann ich auch vergessen. Ne? Da ist halt nicht so einfach. Der hellblaue Passat, den habe ich heute verkauft. Tatsächlich, Antonio. Heute verkauft. In der Community. Wird morgen hier abgeholt. Nee, Tankwurf wurde mir noch nicht geholt. Tatsächlich noch nicht geschafft. Vom Feini mit dem Kackburg nach Afrika. Wer will ich mit der Gurke nach Afrika fahren will? Andreas, wenn du die Geschichte von der Gurke kennst, dann weißt du auch, warum das Auto dahin fährt und nichts anderes. Das geht mir nicht um Afrika. Das geht mir eher um den Trip mit dem Trabi. Und nicht mit was anderem. Da könnte ich auch mit einem 5-Sterne hier gemieteten Wohnmobil hier von der Kammer hier in Sande hier da so hintuckern und sagen, hier so Klimaanlage an, weißt du, so hier und mein Captain Share mit so einer Fliegermütze auf, so zwischen den ganzen Rentnern, die auch in Afrika fahren. Ey, Opa Bernd, na, wie ist so bei dir? Jo, wir fahren wieder dahin. Weißt du, das ist ja, wo ist das Abenteuer? Ne, das ist, mit einem Wartburg fahre ich nicht nach Afrika. Obwohl, na gut, ein Wartburg ist natürlich auch ein wildes Auto, ne? Kann man so rechnen. Aber das Ding ist halt, die Nummer muss mit der Gurke fahren. Auch nicht mit einem Gurkencamper, das zählt auch nicht. Das Ding muss, der Trabi muss dahin. Das ist das Auto. Das ist die Herausforderung. Die Herausforderung ist es, mit dem beschissensten Auto, was man so fahren kann, so eine Strecke zu fahren. Weißt du? Das ist das Ding. Darum geht das. Das geht nicht um. Weißt du, wenn ich Marokko sehen will, weißt du, jetzt nur das Land sehen möchte, weißt du, was ich mache? Dann steige ich in mein Trabi und fahre dann eben nach Bremen zum Flughafen, setze mich da an so ein Flugzeug, sitze 10 Minuten da, also 2 Stunden oder so da drin, fliege da mal eben mit einem Flieger so, ne, und leg mich da irgendwo in so einem 5-Sterne-Pott da am Strand. Muss mal eingehen, Andreas, ich weiß, es ist nicht schlimm, dass du ihn nicht kennst, Gottes Willen, aber die Gurke war immer schon das Roadtrip-Auto. Mit dem Auto war ich schon in Ungarn am Balaton. Ich war schon hier an der Adria, hinten in, wie heißt das Ding nochmal, in Kroatien. Ich war damit schon in Spanien, Offroad in der Wüste. Weißt du, das ist die Story von dem Auto. Das geht halt um das Auto. Das Auto muss dahin. Weil das Auto habe ich irgendwann mal vor mittlerweile 64.000 Kilometer, vor fast 65.000 Kilometer, ich fahre ja wieder damit, ne? Für 150 Euro von irgend so einer Auffahrt hier in Wilhelmshaven gekauft. Weißt du? Und das ist so das Ding so. Das ist halt das Auto muss das schaffen. Und nichts anderes. Hini, mein Hasi, ich danke dir für. Ach du Scheiße. Hast du da wieder 64? 24 mal 64. Danke, Alter. Deswegen. Und ich denke mal, die ganze Aktion. Wenn die fertig ist, ne? Also wenn du Videomaterial rechnest, denke ich, das sind so roundabout, denke ich so, ein Monat Videocontent. Also locker ein Monat.
Also so vom, nur von den Videos her gerechnet. Ich glaube, da könnt ihr ein Monat lang nur Videos von unterwegs sehen. Einziger Nachteil für mich ist, ich muss mir tatsächlich dementsprechend eine Zeitblase einfallen lassen. Weil das ist, ich kann jetzt nicht sagen, hier so, hier, morgen kommt das neue Video, und dann bin ich gerade irgendwo da, hier, was weiß ich, in Tanger oder so unterwegs und habe da kein Internet. Das heißt, ich muss tatsächlich schon einiges vordrehen. Was gar nicht mal so einfach ist tatsächlich. Weil, wie gesagt, du musst doch mal Stoff haben für zwei Sachen. Ne? Ja, mit einer guten Ampel kannst du weit fahren. Ganz weit. Das einzige Doofe daran ist, halt, geht die Autobahn nicht mit. Das nervt ein bisschen. Aber das wäre auch nicht so. Das ist noch unbeliebteres Auto als ein Trabi, das stimmt. Ja, der Gurkenmotor läuft noch, obwohl Adrian, das ist, der ist ein anderer Motor drin, ne? Was ist noch original in der Gurke, wo ich sie gekauft habe? Boah, warte mal, original an dem Auto. Die Hinterachse ist original. Bremse nicht mehr, nein, nee, da. Die Karosse ist klar. Teile von der Elektrik sind noch original. Die Rückbank ist noch original, glaube ich. Das ist die original Rückbank von dem Auto. Nee, ist auch nicht die Rückbank, die ist auch neu. Weil die war so ein Arsch. Eigentlich nicht viel. Die Scheinwerfer vielleicht noch und so, ne? Die Blinker sind natürlich original von dem Auto. Aber ich würde so sagen, so, wenn es um die Technik geht, ist schon alles mindestens mal dreimal getauscht wurde mit dem Auto. Aber fahr mal so ein Auto, wie so eine Trabi, so ein Trabi halt, jeden Tag, ich meine, ich bin das Auto wirklich in meinem Leben schon wirklich sehr viel gefahren. Immer noch Westerstede hin und zurück. Weißt du, da was die ganzen Touren, als Tankwagenfahrer und sowas, bin ich überall mit hingefahren. Das war mein einziges Auto, was ich so gefahren bin. So. Ne, und ich habe es natürlich immer mit irgendwelcher gebrauchten Scheiße gepflegt, das Ding, ne? Das heißt, letztendlich habe ich alles irgendwie irgendwo mal getauscht, damit das Ding fahren kann, ne? Ja, aber ich will die Videos nicht halbieren. Das ist doof, Nachfrage. Ich will ja die übliche Qualität, die Gurkenpolitik halten. Es reicht ja schon, wenn ich 2 Wochen Videovorlauf habe. Normal habe ich eine Woche. Das kriege ich, glaube ich, hin. Das heißt, dann passt das schon. Die Gurke habe ich jetzt, glaube ich, schon seit 2012. Also jetzt seit 12 Jahren ungefähr. War es 2013? Der Abifer Investment 112 in der Kopf ist langlebig. Ja, den habe ich auch drauf, tatsächlich. Das ist ein guter Motor. Fährt sich schön. Nur meine Kupplung rutscht ein bisschen dadurch. Das ist der Nachteil. Aber es kommt auf den Fahrer an, ne? Ja, ich hab mehrere Probleme. Also diese Roadtrip-Geschichte ist ja eins, ne? Deswegen, Andreas, sage ich ja, es muss das Auto sein. Es geht gar nicht anders, ne? Ich kann ja mal so, warte, ich kann ja mal für alle, die hier die so aus diesem Kanal hier halt gucken und das nicht so kennen, nochmal eben ein Short-Video von der Gurke raussuchen, wie das damals bei mir war, auf diesem Kanal hier, wo dieser Kanal entstanden ist. Ich hatte ja nicht immer so viele Autos, wie ich heute hatte. Wo ich angefangen habe mit YouTube, hatte ich ungefähr roundabout so, was hatte ich gehabt? 6 Autos? Maximal 5 Autos? Das ist mein Nachbar, der mal so rumstöhnt. Nicht wundern, das ist normal bei ihm. Der ist halt schon ein bisschen älter. Das heißt, ich hatte halt nicht so viele. Wisst ihr? Das ist so das Ding. Mal Gurke. Trabant Gurke. Das ist das Ding so. Und wie gesagt. Warte mal, da habe ich das mit Marokko, bla bla bla. Ich suche gerade ein Video raus hier. Ich habe ja Short-Videos gemacht. Guck mal, das zum Beispiel, dieses Video hier 2013 entstanden. Da habe ich ein schönes Zusammenfassungsvideo von gemacht. Deswegen ist das ganz cool, das kann ich euch zeigen. Das geht mir nur eine Minute. Das ist übrigens ein Bild von dem Roadtrip in hier, wo ich mit dem Big in Spanien war, in der Wüste. Das ist ganz gut zusammengefasst. Das war eins meiner alten Videos. Aber wirklich alten Videos, eins der ersten auf diesem Kanal. Okay? Leider haben sich diese Videos nicht durchgesetzt. Seht ihr, keine Aufrufe, habe ich irgendwann gelassen. Ne? War da ein bisschen doof. Die Klassik-Dinger so. Warte, mal das Ding. Was stimmt hier denn so? Mit nagelneuen Sitzen drin. Band? Die Probefahrt? Definitiv. Hallo. Ja. Boah, der hat Dampf. Extra diese Leistung. Dann raus, zieht, runter, ist geil. Das ist das Auto. La Trabant.
Und das ist doch das Auto, was nach Afrika muss. Special. Zum Beweis, dass es auch ein Zweitag da ist. Ja. Das ist mein Tag. Special Anfertigung. Aber er funktioniert. Ja, aber die Kamera auch nicht so geil wie heute, ne? Alter, ich war da Lehrling. Da die 212 Euro Lehrlingsgehalt. Da könnt ihr nicht von mir erwarten, dass ich eine 5-Sterne-Kamera hatte. Ne? Obwohl, habe ich heute auch nicht mehr. Ne, mein Vater war damals. Der war damals noch TÜV-Prüfer zu der Zeit. Aber der hat den Wagen nie abgenommen, tatsächlich. Der Typ, der das filmt, ist Björn. Björn war einer meiner besten Kumpels. Das eine war ein guter Kumpel von mir. Aber wir haben uns da so ein bisschen aus den Augen verloren, weil wir leben halt ein bisschen anders. Er ist halt noch so Gamer-Typ eher so, ne? So halt ein bisschen zu Hause, mach viel und so. Und ich mache halt das, was ich jetzt mache. Und wir jetzt mittlerweile ja räumlich sehr getrennt sind, weil ich immer nach Friedeburg fahre und er wohnt selber in Wilhelmshaven, F-Groden hinten, sehen wir uns halt ganz, ganz selten. Also mega selten so, ne? Das ist das Ding so. Ne, also, das ist so. Es ist halt. Aber es ist immer noch gerade zu mir. Ich merke manchmal auch noch so irgendwie in den Kommentaren, dass er mich auch ein bisschen verteidigt. Feiner Kerl, ich mag ihn total gerne. Immer noch. Aber haben uns halt so ein bisschen auseinandergelebt, weil ich halt fast gar nicht mal am Zocken bin und so ein bisschen so. Mein Leben hat sich halt verändert. Family, ihr wisst, wie das ist, ne? Warte, das ist so ein bisschen das eine Ding. Und was ich gut mal eben anschneiden könnte, warte mal. Für alle, ich muss ja ein bisschen. Denkt immer ran, ihr sind fast alle Stammleute, aber nicht alle wissen das. Warte mal hier. Ich gebe mal kurz ein Spanien. Ich kann mal so ein paar Clips reinmachen. Spanien, das war das wildeste Video. Jetzt kommt der Spanien-Manta. Ja, toll. Super, der Spanien-Manta ist der. Da, Lost Place Spanien. Spanien was zerstört. Bla, bla, bla. Spanien, die ersten drei Länder. Der Roadtrip beginnt. Der Gurkentrip fällt auseinander. Unwetter. Ach, hier, das war eines der legendärsten Videos, Alter. Echt legendär. Eigentlich schade. Ne, mal ganz schade. Ich kenne so YouTube-Kanäle, weißt du, von wo YouTuber halt in ihrer Bude sitzen und irgendwelchen Scheiß filmen oder in ihrer Werkstatt irgendwelche Autos filmen, aber nichts damit machen, so, weil vom Ding her so, ne? Und das ist so ein Ding, Alter, hab mich damals richtig gewundert, dass das nicht durch die Decke ging. Also auf YouTube so, weil die Story halt wild ist, ne? Behinderter Typ fährt mit Tochter nach Spanien und kackt da voll ab. Weißt du? Hier, komm auf. Björn hat keinen Caddy. Björn hat nie einen Führerschein gehabt. Also bis heute wenigstens. Ich glaube, wir haben auch keinen Führerschein. Also, pass auf. Ich fasse das nur zusammen, das Video. Das ist ein langes Video. Ja, guten Tag. Ich liege hier fest mit meinem Wagen. Könnten Sie mir bitte helfen? Nein. Bitte? Nein, jetzt hast du deine Schnauze! Ich fühl's. Da bin ich, also, für euch eben, so vom Ding, in diesem Video bin ich mit dem Trabi, also mit der Gurke, auf ein Zylinder die Pyrenäen hochgefahren. Weil der alte Motor von der Gurke, das Problem, der lief immer gut, ne? Aber sobald das draußen warm war, wirklich warm war, ne? War das Problem, dass der Motor nicht rund lief, nur auf einen Pott. Frag mich nicht warum, ich habe bis heute nicht den Fehler gefunden. Den will ich auf jeden Fall mitnehmen nach Afrika, den Motor, der Ersatzmotor, für den Fall der Fälle, der läuft ja bekanntlich immer. Ne? Ist das Ding. Ja, Minenfeld bin ich auch schon gefahren mit dem Trabi. War auch schon wild. Naja, auf jeden Fall müsst ihr euch vorstellen, das ist im Moment. In diesem Video ging also die Tour los, wie ich auf einen Pott mit dem Ding die Pyrenäen hochfahre. Den Anhänger hinten dran. Ich fahre weiter rechts, als ich eigentlich fahren muss. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, und willkommen im Speedshop. Ja, der Roadtrip. Immer vor einem Roadtrip habe ich kurze Haare. Pflegeleichter. 2021. Warmblinker an. Der holt alle seine Facetten raus. Wir sind jetzt endlich oben angekommen. Auf dem Berg oder wie so, dass wir durch den Berg durchfahren können. Unser Motor macht Probleme. Ich habe noch keine Ahnung, woran es liegt. Ich will noch ein bisschen weiterfahren. Ich möchte den ganzen Zielort reparieren. Was soll ich denn sonst machen? Ich kann hier nicht stehen bleiben. Ah, ist doch kacke. Na naja, egal. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall fuhr ich dann weiter, bergab, liefert dann wieder. Das gehört ja zu. Bin ich 15 km/h gefahren. Hier sieht man. Oh, die Tankstelle.
Und das war auch legendär. Warte. Hier, pass auf. Legendär am Limit. Pass mal auf. Die Szene ist wild. Ohne daran erinnern. Das gehört dazu, ne? Sonst würde ja jeder mit dem Trabant nach Kroatien oder nach Spanien oder nach Ungarn fahren. Nee, der Stoff hat Alex. Wenn das ganz einfach wäre. Das schöne Apfelkühl, das haben wir ja Leistung. Ja, ja, ganz normal jetzt. Der Fahrtwind hat ihn schön abgekühlt jetzt gerade. Ohne Leistung. Jetzt können wir gerade schön den Berg hochfahren. Ohne Probleme. Es wird ganz normal laufen. Ich habe doch gerade erzählt, warum die Zeitblase nicht kürzer wird. Und kalt jetzt. Das kann das nur ein Problem sein mit der Elektrik. Bergauf. Ich bin noch nie so glücklich, eine Tankstelle zu sehen. Ich bin noch nie so glücklich. Hat doch keinen Sprit mehr. 1000 Meter. Ich fahre schon auf dem Standstreifen halt mit Warnblinker an. Auf einen Topf. Fand eine Scheiße. Und die Rücktour plane ich anders. Definitiv. Katastrophe. Hier kommt mein Dingsenschlauch schon weggegurkt. Weggeschmolzen. Ah, scheiße. Zischbühl war es auch nicht. Die ganze Aktion ist halt scheiße. Irgendwas mit Nebenluft, schätze ich. Und die Lichter sind heiß. Was ist hier noch im Tank drin? Mal gucken. 2 Liter. Nur lieber. Das hat ja noch gereicht für 200 Kilometer. Scheiße. Dingsenrohr rausgenommen. Naja, auf jeden Fall geht die, dann geht die Tour weiter. Das ist ja eine Tankstelle, weißt kann du, mitten in der Autobahn, irgendwo in Spanien. Wenn noch mehr Berge kommen, dann räumen wir den Berg wieder rückwärts nach Hause. Alles. Komplett, weißt du, die Berge wieder hoch. Durch Frankreich rollen wir zurück. Also ohne Rückwärtsgang, einfach Gang raus und zurückrollen. Sie gucken, das ist ein Unfall, da müssen wir durch, ne? Das ist verschwitzt und da rein. Komm schon, Bocke. Die Kerzen frei pusten. So, Benzinhahn auf. Kann das voll auf Sport, ja, Mann. Kann ich immer noch orgeln. Der andere hat aber mehr keine Bilder als der Nuder. Da war er fast. Da war er kurz. Da war er fast. Komm schon. Komm schon. Olli, ich hab eingeplant, dass ich liegen bleibe. Aber dann bringen halt wieder zum Fahren. Was soll ich denn machen? Das klang gut. Das klang nach einem Puff. Ein Puff ist gut. Der Tankstellentyp von vorher links guckt mich schon an, was findest du da eigentlich? Engine too hot! Engine too hot! Bye bye! Mach leiser. Okay, wird gemacht, Micha. So, die haben mich schon mal alle gerne gemütlich, die können sich nachher noch alle abschleppen. Das ist ein 6-Volt-Anlasser, ne? Hanna, wir schaffen das. Hier, auf 1 Zylinder. Wieder. Wir schaffen das. Ich will nicht einen heißen Motor zerlegen, da habe ich keinen Bock drauf. Ich kann es auf dem Campingplatz machen, schön auf kalten Motor, schön Kopfdichtung runterpflücken, den ganzen Scheiß, weißt du? Und mal eben Grund von Grund auf gucken, was es jetzt eigentlich ja, ist. Ja, auf 40 km/h den Berg hoch. Weißt du, ging es weiter. Dann irgendwann ging es dann, weißt du? Waren die Pyrenäen dann vorbei und dann ging es aber schon bergab. Das war ganz geil zu fahren, Alter. Immer schön die Karre lief rund. Ja. Wetter aber war schön, weißt du? Ich sehe noch keine Wüste hier. Das war ja so eine, das war ja bei denen das Real ist. Das war so eine Anomalie. Das Problem war gewesen, da waren wir angekommen am Campingplatz und haben den Klappfix aufgestellt. Seht ihr? Wir haben ja nichts zu essen. Danach müssen wir die Gurke schrauben, Motor zerlegen, gucken, warum der nicht richtig läuft. Ein Pool haben wir gehabt, durften wir aber nicht rein. Das weiß ich noch, das ist ziemlich lange her schon. Ja, daran merkst du, wenn du meine Tochter bist. So. Was ist denn was mit Windschutz? Weil wenn wir jetzt so rangehen. Mit Windschutz, weil ich hab so gesehen. Und dann so. Du musst dir vorstellen, der Campingplatz, der war so. Windschutz. Das war so ein Plateau. Das war so ein bisschen so. Ein Plateau. Um uns rum waren nur Felder. Und nach links geguckt hast, dann konntest du eine Stadt sehen.
so eine richtige Stadt auf so einem Berg, sah richtig geil aus. Ohne Scheiß jetzt. Mega, mega geil, ne? Dann, rechts hast du nur eine Straße gesehen. Hinter dir war eben so ein Platz, den wollen sie mal irgendwie umbauen. Naja, auf jeden Fall war da, wo diese Stadt war, links, war da eine riesig große schwarze Wand. Und was ein Sturm, Alter. Was ein Sturm. Ne? Also das war wirklich so, da kam ein richtiges Ding angezogen. Und ich guck da so auf Wetterbericht, denk, ach du Scheiße, die nächsten 7 Tage nur Scheißwetter. Der einzige schöne Tag war der. Da war ich natürlich begeistert. Könnt ihr euch vorstellen, wie begeistert ich davon war. Aber naja, ich wollte mir die Laune nicht verderben lassen. Ich hab gesagt, okay, mein Klappfix, der hält das schon irgendwie aus. Der ist ja irgendwie dicht. Jetzt müsste eigentlich gehen. Habe ich Essen gemacht irgendwie, auch mit irgendwelchen Schrott. Aber ich brauche... Dann habe ich meinen Motor nochmal angeguckt. Das ist für die letzte Version, weil... Da kannst du dein Kabel vertüdeln, weil ich das gleich Kabel schwarz lackiert habe. Und dann habt ihr gesehen, da kam... Ich hab wollten schon. Arsch, hab ich keinen Bock das drauf. War noch mitten am Tag. Ne, dafür noch kommt schon alles. Hotte, hey. Wir haben jetzt keine Komplikation. Und hoffentlich war es diese scheiß Kontaktplatte gewesen. Ganz, ganz gerne mal. Ja, die muss getauscht. Die Kontaktplatte unten. Dann kriegen da die Kerle Lötstellen und spinnen gerne mal rum. Oh, Alter, mein Klappfix, ne? Der ist nicht regenfest. Nicht so richtig, weißt du? Hier die Isolatorkerze wieder belüftet. Wieder rödelt. Sven, ich schlaf gut, Mann. Den Klappfix habe ich verkauft, ja. Aber kein Gas noch. Schon wäre was. Aber läuft gut, bei Pütte. Hat übrigens nicht heile gemacht, das Problem war immer noch da. Aber ich habe das dann in der Wüste repariert. Zeig euch nachher. Pass auf, dann ging es noch weiter. Gedreht. Dann war ich da drin. Ist abgetüdelt. Und dann kam dieses Wetter langsam. Ah nee. Das sieht nicht vorbei. Genau von da kommt das hier rüber. Ach du Scheiße. Und ich mit so einem Gurkenzelt. Oh. Ja, jetzt sind wir festgebunden. Ja, in Kroatien konnte ich es nie testen. Jetzt das erste Mal. Das Problem bei mir war halt gewesen, ich hatte Anna dabei. Weißt du? Das ist natürlich nicht so ein geiler Moment mit so einem Kind und du siehst schon so, oh oh, da zieht doch irgendwelcher Scheiß auf. Autoplane oben drauf kann ich nicht machen, flieg weg. Was soll ich groß erzählen? Außer munter, bis zum nächsten Mal. Ey, dann wünsch mir Glück. Da kann gurkig werden. Ciao. Bruder! Ja. Nicht, dass du nicht willst. Nee, will ich auch nicht. Seht ihr, wie das da gewittert? Das war so wie, als wenn er Licht an- und ausmacht, mit der Taschenlampe, immer auf das Ding drauf. An, aus, an, aus, an, aus, an, aus, an, aus. Oh, mein schönes Zelt. Oh, es weht hier einfach alles so doof rum. Das war richtig Sturm. Und ich stand ja auf diesem Hügel. Das war einfach nur freie Fläche. Ich stand, als wenn ihr ein Klappfix, weißt du, irgendwo hinstellst, weißt du, mitten auf dem Feld, im Sturm. Ich bin Lasso, Anna. So kann nicht mehr passieren, wir haben einen scheiß Zeltplatz, wenn wir auf freier Plane stehen. Man darf übrigens das Zelt nicht anfassen, wenn es nass ist. Ganz wichtige Regel beim Baumwollzelt. Man sieht nicht viel. Fuck. Darf ich jetzt auch gesehen? Hast du gerade gesehen? Das hat rot ge- Also auf diesem Roadtrip machen wir echt alles mit. Wenn man 10 Stunden teil wird, das festhalten, damit nicht wegfliegt. Und mein Dach ist durch. Es trifft 1:1 jetzt hier rein. Bei mir aber nicht. Ja, Hanna hat noch Glück, bei Hanna ist noch alles gut. Wir sind gerade im Kampf, wir sind im Kampf gegen die Natur hier. Alter, ich schwöre euch, wo die ersten Böen kamen von dem Dingsen, ne? Ich stand original, weil ich muss von meinem Gürtel zumachen, sonst ist die Hose gleich unten. Ich stand da so drin in dem Zelt. So, so, so. Da links, rechts eine Stange, ne? Da, da. Und, das ganze Ding am Wackeln, so. Das war so hardcore, Alter. Das war eine Katastrophe. Da am Blitzanleiter war ich nicht. Die Antenne von der Gurke war höher als ich. Die hat mich gerettet. Da stand ich da wirklich mit dem Ding. Und weißt du, wie wild, weißt du, so. Ach du Scheiße. Der Sturm kann gerne mal aufhören. Komm, ach, Scheiße.
Da war man mit dem schönen Urlaub. Das war eine der beschissensten Nächte in meinem Leben. Ey, stopp! Bevor du jetzt abschaltest. Bevor du abschaltest. Das war übrigens Werbung fürs Gurkenmuseum. Nicht wundern. Aber ist ja nicht ganz aktuell. Warte mal, ich kann das sogar noch. Da ging es ja noch weiter tatsächlich. Ich meine, das hörte ja nicht auf. Ich glaube, ich habe noch eine Playlist davon. Kai hat die früher mal gebastelt für mich. Playlist, weil ich will noch was zeigen. Das war ja das Problem, was wir gehabt haben. Ne? Italien war auch geil, Alter. Kann ich euch super nochmal. Was hier, den Böcke erwischt. Kann ich euch super geil. Spiele, ist okay, fällt mir nicht auf den Fuß. Ich kann euch noch super geil hier die Videos von Italien empfehlen mit den Gurkencamper. Weil ich habe gedacht, endlich mal irgendwie ein cooles Ding so machen, weißt du, so hier, was so, wie soll ich sagen, so mit einem Wohnmobil und so, das ist doch viel cooler, hab ich mir gedacht. Der Gurkencamper war ja noch viel wilder. Warte, wo ist das Ding denn? 3,5, da ist der Kackburg, da ist der Spanien-Roadtrip, pass auf, ich habe eine Playlist von. Gurkenkrabbel, ich bin noch auseinander verdacht. Und dann bin ich ja später noch mit dem Trabi durch die Wüste geballert. Warte, kann ich mal zeigen hier. Wer das Intro ist gut, ne? Passt gut zu Tapfix. Wer mit der Natur verbunden wohnen will, Bruder, der braucht eigentlich nur den IFA Camp Tourist. Dieser Wohnzeltanhänger bietet jenen Komfort, den sich ein Camper wünscht. Jungs, mein Dach ist durch. Es sifft 1:1 jetzt hier rein. Michi, schlaf gut. Platz für 6 bis 8 Personen, komplette Küchenausstattung und vieles andere mehr. Max Spezialität, mal gucken, ob ich die hinkriege mit diesen Getüdel hier. Michi, meine Hasi. Schneller Auf- Moin. Und Abbau. Bei mir aber nicht. Ja, Hanna hat noch Glück, bei Hanna ist noch alles gut. Maximale Fahrstabilität, Stoßdämpfer, Auflaufbremse und Rückfahrautomatik. IFA Camp Tourist. Viel Spaß im Urlaub. Da war schon mit dem schönen Urlaub. Ich liebe das Intro, Alter. Das ist nämlich heute noch. Wunderschönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Eben vor euch erklärt. Okay, pass auf. Seht ihr mich da in diesem Video mit meinem Cowboy stehen? Da war schon mit dem schönen Urlaub. Alter, ich werde eben stoppen. Das passt ganz gut, das Bild. Wunderschön. Ja, seht ihr mich? Den dicken Typen mit dem VW-Hemd. Die habe ich immer noch an, die T-Shirts, die leben ganz schon lange bei mir. Mit der Gurke im Dingsen. Also pass auf, das Problem, was dieses Auto hatte, ich will natürlich die Wüste erkunden. Weil ich bin ja in der Wüste dahin gefahren. Ich war auch nicht in der Wüste, dafür die nächste Wüste, die ich finden konnte. Wenigstens wüstenähnlich. Was war nämlich die Pümmelberge da, das war halt so ein bisschen so ein Ding. Das war so eine Halbwüste. Hab gedacht, passt ganz gut, war im Norden gelegen. Da konnte noch ein bisschen in Frankreich rumeiern, haben wir gedacht, fährst mal dahin so, ne? Naja, Fakt ist, der Motor lief ja nicht. Und dann bin ich hier auf dem Feld mit dem Ding kleben geblieben. Weil ich einfach nicht genug Motorleistung hatte auf einen Zylinder, um da weiterzufahren. Das ging nicht. Das war das Problem. Ne? Und da habe ich den einzigen Stock, ihr seht ja, das sind überhaupt keine Bäume, seht ihr das? Guckt euch um. Keine einzigen Bäume irgendwie. Habe ich einen Stock gesucht, den habe ich auch gefunden. Der ist heute, bis heute im Kofferraum von der Gurke. Habe den unter die Haube geklemmt. Und ab dem Moment, wo dieser Stock da geklemmt hat, hatte ich keine Zylinderaussetzer mehr bei diesem Auto. Also irgendwie muss ja geklappt haben, dass die heiße Luft irgendwie zirkuliert hat oder was weiß ich was. Oder auf ein Kabel gedrückt hat oder so. Ich weiß das nicht. Moin, Frankie. Ne, weißt du, und das ist das Ding so. Und dann lief das Ding. Und dann bin ich die Wüste lang geknallt damit. Aber Alter, mal ohne Scheiß jetzt. Es fuhr ein Nissan Patrol über die Route. Den habe ich überholt. Also nichts gegen Trabi, der kann was. Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir stehen immer noch in der Scheiße, hat sich nichts geändert. Ja, wir wollen uns ja heute die Offroad-Trail, die eigentlich auch gar nicht mal so schwer ist, man sie halt findet. Der Stock, den habe ich wieder reingelegt, Adrian. Der ist noch drin, den habe ich wieder reingeschmissen. Der gehört dazu. Ja, guck nicht so. Ich habe mir nicht gezeigt, wie ich wieder reingelegt habe. Habe ich aber. Halt. Wir sind diesen Weg nachgefahren und das ist wahrscheinlich der Weg, den einfach mit so einem Bulldozer. Das waren einfach nur Felder. Ich habe mir so einen Gurkenbauern gehört und da habe ich erstmal deswegen die Karre hier wieder in den Arsch gehabt. Nur halt das Motorproblem ist halt immer wieder da mit dieser scheiß Zündung. Das geht mir so auf den Senkel. Da rede ich mir lieber auf, weil dann gibst du Gas und dann kommt wieder nichts. Was ich gerade gesehen habe, ist übrigens, ich habe die hier
Kontaktplatte, da hat der Deckel abgefallen, der war nur so halb drauf. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass die das eventuell gewesen ist, dass die ein bisschen Wasser gefressen hat oder was vielleicht und ein bisschen gesponnen hat. Ich habe diesen Deckel wieder drauf gemacht. Dann hoffen wir, das brennt sich gleich wieder alles frei. Ja, der Wagen ist halt für solche Sachen nicht ausgelegt. Ne? Das ist halt schon wirklich Geländewagen. Und ich habe auch ein bisschen unterschätzt. Aber wir machen das schon irgendwie. Mann, wir sind überall angekommen mit dem Boden. Oh, Nikolas. Das wollen wir jetzt nicht in die Wüste spannen. Naja, auf jeden Fall gehen die Tour dann weiter. Durch die Wüste. Mit dem Ding. Ohne Plan. Übrigens, ich hätte auch keine Ahnung, wo ich bin. Ne? Ich wusste nicht, wo ich bin. Ich habe keine Null Ahnung gehabt. Ich wusste wirklich nicht. Also, ohne Scheiß. Also, das war das Ding so. Und ich will, ja, wir machen das schon, Hanna. Da waren solche Unterschiede in dem Weg. Ne? Das war jetzt nicht so, dass der jetzt einfach so ein Feldweg war und fertig. Du bist richtig gehüpft in dem Ding. So. Hier ist die gute Piste wieder. Die ist besser als die andere. Wenn alle Geländewagen nicht so eine mega. Ach, für geile Ecke, Alter. Nicht so mega breit ist. Also K30 vor uns gewesen, hätten wir ein Problem gehabt. Also die Spur können wir nicht folgen. Oh. Ich hab wieder ein Ding. Mit der Kamera am Hals. Ich nehm keine Lüfter mit. Nein. Brauche ich nicht. Haben wir einen Motor. Hier, Schlammpfützen. Hat er davor noch nicht geregnet, ein paar Tage davor. Also waren diese Wege, waren tatsächlich überall, da waren überall so Pfützen halt, riesen Schlammpfützen. Ich weiß nicht, warum er nur auf einem Pott lief. Das hat er tatsächlich bis zuletzt noch gehabt, dass ich einen neuen Motor gebaut habe, weil es war ja nicht mehr warm dann. Er hat gescheppert, er hat gerutscht, ne? Aber, wenn man rutscht, einfach Lenkung einschlagen, warten, bis es fest wird und dann ist das gut. Guck mal, wir sind fast losgegangen. In Spanien oder keine Ahnung, was dieses Auto klaut. Der kommt nämlich genug bis zur nächsten Ecke und ist die Kiste aus. Der hat ihn da reingekackt, das war's so ungefähr. Also Trabant fahren, das haben wir noch nicht gelernt hier. So, komm, wir gucken das heute mal eben an. Die Frage ist nur, ob wir da hinten... Was sieht das so, wenn du so guckst, so wüstenmäßig? Muss man neue Federn verbauen, ich hab mal welche lagermäßig. Die Stoßdämmer sind auch tot, hör mal, guck mal. Ah, ich soll nicht so mega, die fahre ich heute noch, die Stoßdämpfer. Die Stoßdämpfer sind gestorben. Aber nicht durchgeschlagen, immerhin. Wir sind nicht durchgeschlagen. Ha! Er kennt sich aus. Nee, sieht gut Video, aus. Lass mal den Kopf vor, weiß ich wie lange. Also nach dem Rohstoffhanna, neue Stoßdämpfer. Also, die noch Lager haben, wie gut aus der DDR. Vorne? Jetzt herren die Reifen, die können alles. Ich glaube, die sind auf Schnee voll scheiße. Ich glaube, der ist auch Matsch. Du bist ja mit zwei Leuten im Trabi-Pad drin. Alter, ich passe da so im Sitzen nicht rein. Ja, okay, die Stoßdämpfer sind schon ein bisschen älter. So, komm, Hanna, weiter geht's. Ist nicht schlimm. Da kam so Schotterwege, das ging wieder einigermaßen. Ich war ja immer noch auf der Sorge. Nein, da hinten, guck mal, da hinten ist ein Militärflughafen. Das Problem daran ist nur, ich hätte Tower von hier aus sehen, der Tower wäre der Beweis. Aber hätte ich kein Internet gehabt da. Hier ist die Wüste komplett. Die Schluchten mitten drin. Das ist wie bei uns in Deutschland die Bundeswehr. Ungefähr muss ich jetzt vorstellen hier. Kann man den Tower sehen? Nee, ist nur ein Wachturm. Osmo Pocket 3 kommt. Und da, wenn der mich jetzt nicht täuscht, geht der Weg gleich rechts weiter. Dann geht's da lang. Das kommt jetzt aber vorne. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir hier waren. Der Stützpunkt wäre so ein Gefängnis aufgebaut. Habt ihr vor drei Videos so gesehen? Kann natürlich gut sein, ne? Guck mal, diese ganze Wüste da abgefahren. Irgendwann. Das Handy gucken. Das war hier ungefähr. Ah, das ist schön. Schönes Auto. Die hier. Da fahre ich da so lang und sehe so ein bisschen Matsch. Ich fahre da mal durch, habe ich gedacht. Oder ist Kairi noch drauf? Ja, ist einfach weiter. Irgendwann. Also locker 30 Kilometer durch die Wüste. Wo war das hier? War das ungefähr? Ich fahr so durch zu der Pfütze, geht ein bisschen Matsch. Na ja, jetzt lass mal durch. Pass auf. Das ist der Hammer. Okay. Das ist doch nichts. Das kommt noch. Voll Matsch, Alter.
auch ein bisschen. Ich komme halt mit der. Hier, pass auf! Die Ecke jetzt! Darum! Da hab ich gedacht, was geht da denn ab? Hier! Oh, Bruder! Oh, Alter, ich schwöre euch! Alter, ich schwöre euch, die Karre, die war so tief, ne, so tief in Flammen drin. Bis unter keine Tür. Habe ich nicht mit gerechnet. Plötzlich steckte ich da drin, Alter. Das war echt eine wilde Nummer. Eigentlich bin ich stehen geblieben und konnte irgendwie rausrutschen so. Aber muss ich mal angucken. Also voll eingesackt. Oder ist Kairi noch drauf? Ja, ist einfach weiter. Komm. Alter, war das tief? Habe ich nicht mit gerechnet, du? Dass das so tief ist? Ich kann es viel nur leiser machen, warte. Das musst du nur sagen. Alles noch nachwählen von dem. Was da stehen? Wieder so. Ne? Das ist wieder so ein Matschloch. Ich wollte nicht weiterfahren, weil immer wird mir zu heiß. Weil ich war wirklich in so einer Gegend, da gab es nichts. Ja. Und Linus, Alter. Ja, aber jetzt setzen wir mit der Front auf. Ja, wir gucken uns erstmal hier um und erkunden erstmal die Lage hier. Weil ich glaube, wenn wir weiter nach hier reinfahren, da kommt kein Abschleppwagen der Welt hier. Keiner. Wenn ich hier kleben geblieben wäre, Alter, wäre ich hier nicht kleben geblieben. Oder mit Hanna? Bruder! Oh. Weißt du, was ich meine? Hoffentlich muss ich nicht den Keilriemen wechseln. Da fall ich nicht bei. So, das ist sogar auf der anderen Seite so rechts. Iep! Braune Farbe! Bläh. Jetzt weiß ich, wie man braune Kackerfarbe macht. So, komm, wir gucken uns mal um. Hör mal. Grillen. Der Gurken-Cowboy, der kennt sich aus in der Wüste. In der Berge kommt das. Aber weißt du, was das Problem, was ich hier sehe, ist das hier. Ich sehe, das hier sieht nämlich so aus, als wäre das Matsch. Ist aber gar kein Matsch. Wenn wir ganz, ganz vorsichtig fahren, könnten wir eventuell hier über die flache Senke fahren. Dann macht das vielleicht gehen. Und dann hier weiter. Dann geht es den Berg hoch. Am Ende muss ich leider umdrehen, dass wir da Schlammloch fahren. Lass mal eben kurz da vorne gucken. Aber diese richtigen Oberschniedel haben wir noch nicht gefunden. Ne? Diese, also das haben wir noch keinen Pümmel gefunden. Der Gurkenmeister auf dem Weg zum Pümmelberg war das damals. Wir sind eine Ranzbude, aber komplett zu. Das wäre abseits von der großen Wahl gewesen wäre. Bisschen weniger. Ja, auch ein Intro von da Intro hier. Intro wäre ein bisschen einfacher. Kamera läuft. Ich wollte filmen, während der Hanna filmt, wie ich über das Schlammloch fahre. Kamera, der kann durchgehen. In Spanien. Der Verband geht immer aus. Und wie ihr seht, ist da voller Matsch. Wurde auch in Bewegung gestellt. Und da läuft nicht mehr. Und falls ihr euch fragt, warum die Motorhaube jetzt hier offen ist, die ist nicht kaputt. Nichts gut. Alles kaputt. Alle nicht. Haube auf. Schon wieder irgendwas kaputt. Reparieren macht den Schmieren. Da habt ihr den Fehler gefunden. Ich glaube, da liegt zwischen den Vorder- und den hinteren Kennzeichen. Das ist komplett voll. Junge, Alter. Die Lenkung komplett zugeschlappt, Alter. Die frisch gestrichen sein. Ja, sieht ziemlich angeschissen aus, der ganze Wagen. Die Kackerfarbe. Yep, original Kackerfarbe. Also 8 Liter haben wir noch im Tank. Also Reserve. Guck mal, das ist die Haube oben. Weißt du, das ist einfach der Haube gespritzt ist. So einfach ist, jetzt hier wegzukommen. Die hat komplett im Schatten gelegt. Gerade entschieden, wir drehen um. Weil die Piste hier, die macht mir schon Wahnsinn. Ein bisschen Bauchweh, wenn ich ehrlich bin. Weil erstmal sind da hinten keine hier. Keine Schniedelberge spezial. Keine Pümmelberge. Da hinten. Deswegen fahren wir jetzt in die andere Richtung. Er geht wieder Pümmelberg lang. Keiner Berg, guckt auf, wenn es ein See hier ist. Das ist ja kein See, ne Wasser. Und das Wasser da, das Wasser da vom Sturm. Da hat einer einen Elefant reingepisst. Wir fahren eine andere Route. Das ist eine Route, die mir zu sehr ab vom Schuss ist.
So wie vorher. Ich denke aber sowieso um 8, weil die Manschette war kaputt. Ich fährt wirklich kein Auto lang, wo wir jetzt sind. Das ist einfach ein Brackwasser hier, mal gucken. Richtiges Gurkenwasser. Und du kannst schon, würde ich sagen, das ist schon eine Halbwüste, ja. So stelle ich mir auch eine Wüste vor. Bruder. Auf unserer Gurkenbahn, das kommt gleich wieder an. Der Dreck ist immer noch drin, aber da wollte ich mal ganz so viel. Ich habe schon ein bisschen geporzt. Reicht doch. Das ist unser Problem mit der Zündung. Wenn wir das Problem nicht hätten. Mit dem Schlammlauf fangen wir doch hier gegen. Aber ich will natürlich die Wagen nicht zerlegen hier vor Ort. Wenn ich in der Wüste den Wagen auseinander bin ich dämlich. Hoffen wir, ich komme so mit meinem Problem noch mit ein paar Tricks nach Hause später. Halt irgendwann nächste Woche. Muss auch mal mit leichten Ausfällen rechnen. Oh, scheiße. Mein Auspuffgummi ist hinten das gerissen. Das Bild alleine von dem Ding da, mitten in der Wüste mit der offenen Haube und dem DDR-Logo. Das Gummi ist auch noch da, die Schraube ist rausgeflogen wahrscheinlich. Ich habe auch keine neuen Schrauben da. Wie der Wagen aussieht. Also so schlimm haben wir das noch nie. Wir haben schon viel Scheiße gehabt, war so schlimm. Guck mal, die Handkästen. Oh, kein Profil mehr an der Reifen, alles weggegurkt. Oh Bruder. Gut, wir müssen das mit dem reparieren hier. Macht sonst keinen Sinn. Hey, leise Greta. Die obligatorische Standard-Max-Speedshop. Wir reparieren eine Auspuffmethode. Gegurkt. So, müssen wir mal kurz gucken, dass wir mal eben. Ich habe mir da drum gemacht. Muss halten. Wahrscheinlich haben wir das Problem mit der Temperatur. Da haben wir jetzt Schlamm vielleicht im Dingskasten. Der Deckel hat gehalten. Ein Glück habe ich diesen scheiß Deckel festgemacht, Mann. Guck an die Karre mal an, Alter. Wie aussieht. Ich war letztens beim TÜV. Da versieh mich geil mit dem Ding. Wie ich vorhin hierher gefahren bin. Dann müsst ihr wieder durch. Was ist das für ein rotes Zeug da, oder? Ich sag, das ist Schlammloch. So, als wenn wir da. Okay, dazu. Ja, Scheiße haben. Ist ein Offroader. Das kann was werden. Aber wird schon werden. Aber ganz so schlimm ist das nicht mehr. Ist besser geworden. Aber egal. Das muss man Holz. Ein Haubenhalterholz. Gut, das Holz klappt. Erste Dingsen, hängt die Haube und so. So, um die Temperatur auszugleichen. So, Hanna, haben wir wieder los? Oh, das rostet hart. Da muss auch was für die Scheiße. Noch mehr komischer Kram kommt. Das Frontbank ist deswegen aufgelöst gewesen. Müssen wir schweißen. Das heißt, wir müssen einfach diese fette Fitze wieder durch. Fahren wir die Route zurück und fahren diesen einen Weg, wo der Motorrad. Diese Riesenfürze bitte wieder fahren. Weil der soll auch zurückführen, so ein bisschen. Das zweite Mal. Guck mal, ich war so rasiert. Geil. Hier haben wir noch. Acht aber nur da. Brauchst du die Karre springen überhaupt jetzt an, aber ich gehe mal davon aus, die tut's. Ich habe für TÜV ein bisschen sauber gemacht. Ich will aber nicht an Schrauben. Eigentlich jetzt. Nicht. Das ist mir zu nass. Ja, nehmen wir mit. Daniel, nein, nehmen wir mit. Das hängt nach wie so. Irgendwann kennt man seine Macken. Oh, gleich kommt dieser scheiß Schlammloch. Da hab ich jetzt schon wieder Bammel vor. Ehrlich, Bammel vor. Nee, kann also, man nicht, Markus. Lass mal irgendwie mal geschenkt gekriegt, einen Aufkleber. Wenn wir nicht genug Tempo haben. Ja, aber wir können ja auch drin versinken, ne? Guck mal, wie hier. Hier, ist doch schon mal hart. Beide Hände, habt ihr gesehen, aber ich musste mal gegenlenken, weil ich weit weggerutscht bin. Oh, eng gewesen mit der Seite, hast du gesehen? Ja. Da wir auch reinrutschen können. Ach, uns hält nichts auf. Auch kein Schlammloch. Da fahren wir einfach durch. Nur wenn man was auf. Mama, das Auto wäre noch nicht mal in die Wüste reingefahren, da wäre schon liegen geblieben. Pass auf, geht los gleich. So, kommt mal vorne. Das ist doch die Hamburger-Straße, das Wilde kommt ja doch erst. Wenn wir kurz gucken, wir das Schlittloch am besten nehmen können, das erste. Das ist immer noch ein entspanntes Loch gewesen. Egal, wie wir es nehmen, das ist immer scheiße. Schräg gefahren. Von der Seite am besten. Guck mal, da sind wir vorher. Aber ich hatte einen runden Motorlauf, das ist mein Zylinder. Das lief ganz gut. Die Geschwindigkeit war richtig. André, wenn der Kurve, glaube ich. So, und jetzt kommt das andere Schlammloch, was wirklich fett ist, was wirklich Probleme machen kann. Hier haben sie was gebaut zum Durchfahren, so ein Betonding. Seht ihr das? Aber das neue Ding war halt wahrscheinlich nur, weil das Wetter einfach zu scheiße war. Das ist hier. Und das da war vorhin unsere Gurkenfalle. Wo den ganzen Wagen halt eingetaucht haben. Ach du Scheiße, guck mal an, wie tief das ist. Da war wirklich so tief. Ohne Scheiß jetzt. Außenlang. Außenlang sieht ganz gut aus. Oder einfach überfliegen, wenn die Kurve rutscht. Siehst du? So,
So, jetzt wir wieder auf dem Hauptweg fahren. Das kann ich nicht machen. Dann geht's zurück in die Wüste, dann gucken wir mal. Auf jeden Fall verpasst haben. Ich habe keine 4000 Kilometer oder 3000 Kilometer. Einen größeren Weg gefunden, in die Berge führt. Da haben wir auch keine Fahrradfahrer entgegen. Mal gucken, ob die besser sind. Das kannst du nicht bringen. Mal gucken, wir noch runter gucken. Mal gucken, was hier so aussieht. Also mit dem Mountainbike, die sehen auch aus wie Sau. Wenn mit dem Mountainbike hier durchkommen, kommen wir mit dem Trabi da erst recht durch. Der wird ja immer wilder hier jetzt. Ja, aber irgendwann waren wir oben auf dem Berg angekommen. Yep, hätten wir denken können. Wollen wir da? Ah. In der Wüste übrigens keine Pollenallergie. So, von der Motorhaube. Spanien fällt da wieder, kam man wieder alles vor. Ich bin der nächsten Straße, die kommt. Und dann hier geht es weiter Richtung Heimat. Also Richtung Hotelheimat. Also nicht da, das Hotel, ne? Einzylinder. Kein Zylinder. Null Zylinder. Bruder, ey. Aber das ist nicht neu, das ist das alte Problem noch. Also haben wir nicht kaputter gemacht, als wir ohnehin schon war. Nicht schlecht, Herr Specht. Also gut gemacht. Stock weggemacht wegen der Straße, aber ich schneller fahre als hier. Als 40, da zieht der Stock weg. Ist noch am Tank jetzt drin. Die Haube weg. Ich fand das schon auf Reserve durch die Gegensicherheitshalber. Wenn mir am Berg nicht ausgegangen ist. Oh, 6. 6 Liter. Ich denke, das wäre eben eine Tankstelle oder so. Den behalten wir. Da haben wir gerade wieder extreme Anspielprobleme, wo ich die Haube zugemacht habe. Ja, ich werde nochmal die Zündung ein bisschen früher stellen, denke ich. Und ich vergaß noch mal eine halbe Umdrehung. Ich kann mit Leitfahrzeugen, Alter. Dann mag das so mit dem Kaltstart funktionieren. Sieht das aus, was ich selber mal absaufen. Nee, ich gehe mal davon aus, dass die Zündung nicht ganz passt. Also spät zündet und der Vergaser dafür in Verbindung sowieso fett ist. Und deswegen... Wie gut ist das für das Fahrrad, ne? Schätze ich. Übrigens auch gleich ein Problem. Wir hier im Hotel wohnen, so gucken, was der Restaurant hier gibt. Das ist ein bisschen günstiger. Im Hotel ist das Essen ziemlich teuer. Da haben wir klappfähig aus dem Trocknen aufgestellt, da beim Hotel. Das war doch wild. Aber da ist das Spätes gefühlt. Alles so drin zu trocknen. Die sind auch leicht klamm. Da wird das wieder gegen. Wie ist denn der Wetter da eigenermaßen gut? Aber da haben wir nur noch Regen. Naja, die Nummer geht noch weiter. Da sind wir noch ein bisschen. Der Klappi wieder ein. Weil der Roadtrip nicht kennt. Okay, der kennt das nicht. Sind wir halt hier ein Haus gefüllt mit Kacke, war auch wild. Letztendlich habe ich da auch noch reingeschissen. Dann gab es eine Muffinfabrik, eine verlassene. Dann sind wir an die Atlantik gefahren, an der Atlantikküste. Das war auch wild. Ey, Mohl-Ingenieur, ey. Der kam diese Intro. Ich habe Probleme mit der Polente. Jo, nee. Ich habe kreative Zeit. Steil, mit der Doppel-T-Träger. Dann bin ich zurückgefahren mit meinem Camper hinten dran, mit meinem Klappfix. Ich bin Heimat, weil ich dachte, okay, wir fahren jetzt mal hoch an den Norden von hier, von Dings. Wie heißt das hier? Frankreich, genau, Frank sein Reich. Wenn wir gedacht haben, da ist das nicht so heiß. Dann können wir da verziehen. Oh, jetzt seid ihr mal richtig gierig, weil man da kann, weil da Gurken waren. Ja, dann war ich am Ende, Tag durchgefahren, da liege ich 4 Stunden gefahren oder was? Ich bin wieder weit weg von da. Das war auch geil. Mit hier Militär, keine Ahnung. Siehst du eine alle Geschützstellung? Oh, guck dir das mal hier an. Krass, Alter. Wirklich krass. Das ist dein Auto? Das ist dein Auto? Ah, das geht wohl noch. Da gehört ein Gurken und Gurken. Das ist der Atlantik. Und nur ein paar Bekloppte sind da hinten am. Guck mal, die sind da am Surfen da hinten, die Typen. Siehst du die? Ja. War schon geil, Alter. Weißt du, alle gucken, wie die Trabi, die ich so habe, die Gurke so haben. Was ist das denn für eine Karre? Das ist ja 4 Sterne Camping. Weißt du, total zugestaubt, das Ding. Und weißt du was? Gurken wir da hin, wa? Oder was? Da ist ja der Atlantik. Aber wo kommen die ganzen Wellen denn her? Die kommen vom Wasser hinten, vom Wind. Guck mal, so, oh, guck mal, den Trabi. Wie das aussah, überleg mal. Du stehst überall normale Menschen und überall scheiß Wetter, Alter. Überall. Wetter war Atlantik genauso scheiße wie in Spanien selber. Dann habe ich mich entschieden, wir müssen uns irgendwo einen Campingplatz finden. Kerzen waren sie aber auch nicht, brauchen wir nicht überreden. Ne? Dann bin ich Atlantik, bin ich da hochgefahren, bin da oben geblieben. Dann bin ich nochmal hier Atlantikwall abgefahren, was so wie die Nazis damals ihre Bunker dahin gezimmelt haben. Ne, hab in Frankreich gecampt und dann bin ich 27 Stunden am Stück durchgefahren, nach Hause zu fahren. Weißt du?
Überleg mal, das ist schon wild. Also das war schon eine ganz schöne Nummer. Der Roadtrip, ich kann die Videos empfehlen. Also sind wirklich cool. Von damals noch. Weißt du, das hatte ein altes Beach-Job-Site. Und das war der letzte große Roadtrip mit diesem Trabant. Und der nächste Roadtrip soll dann die hier Afrika-Nummer sein. Aber nochmal eben, um das nochmal zu erklären, was daran so problematisch ist. Warte, ich muss nochmal eben schnell mein Google hier anmachen. Warte, so hier Maps. Boah. Oh, komm mal, Marrakesch. Da wollen wir hin. Und da müssen wir hin. Und dann fahren wir los in die Max Speed Shop. Max Speed Shop. Das Thema hatten wir schon mal im Stream. I know, ich weiß, bin nicht doof. Aber das sollten wir nochmal eben zum Thema anschneiden, was daran so hart ist. Wisst ihr? Und das kann ich doch nicht mit Hannah fahren. Das geht nicht, Alter. Das kann ich nicht bringen. Das ist zu viel. Fahr nicht ohne Klappfix und sowas, ne? Das ist viel zu viel. Weil ich meine, wir fahren dann hier die riesen Rolle, die, ich meine, das kennen wir ja alle schon. Ne, hier Dunkirk würde ich auch mal hin, tatsächlich. Ne, dann fahren wir runter über Paris. Ich bin da wohl schon gewesen mit dem Trabi. Dieser Trabi, der war schon mal in Paris. Ich bin mitten in der Nacht. Kannst du machen, Maximilian? Juli, bin ich noch nicht mal, fahr ich noch nicht los. Das ist alles gut. Ich bin auch mit dem Trabi da im Eiffelturm vorbeigefahren. War wenigstens nah am Eiffelturm vorbei. Bin dann damals auch schon runtergefahren. Und hier ungefähr die Ecke, Bordeaux, müssen wir da runterkommen, kommt die spanische Grenze. Hier die Ecke, war das, war glaube ich hier, was ist die Grenze? Da. Hier ungefähr war die Wüste. In der Ecke, wo ich war. Badenas Reales. Warte mal, ich kann ja mal gucken. Badenas Reales, da. Hier, ja, andersrum. Warte mal, drehen wir mal um, das wäre ein bisschen sonst dämlich. So ungefähr. Hier ist die Wüste. Die Gurkenwüste, wo wir waren. Mit dem Trabi. Ne? Ich fahre alleine. Hier ist diese Dingsenwüste gewesen. Warte, ich kann mal anmachen. Kann man das von oben sehen? Ja, kann man sogar sehen. Wenn ihr jetzt hier guckt. Hier, was jetzt, kann man die Pümmelberge sogar sehen. Da ist irgendwie so ein Berg. Warte mal. Ist hier noch ein Pümmelberg? Nö. Ist das? Das ist die Gegend. Da waren wir gewesen. Oh, das ist ein Freizeitpark. Oh, das ist so, dass ich da nicht gezeigt habe. Navarra, genau, Navarra hieß das da. Deswegen, das war so ein bisschen, das war die Ecke. Naja, gut. Und ihr müsst euch vorstellen, das war der alte Roadtrip, das hier, und 1917 Kilometer entfernt, ist schon 3,5 Kilometer, ne? Würde ich sagen. Und dieses Jahr, dieses Mal will ich halt noch Spanien durchfahren, dann Gibraltar rüber über die Fähre, das ist die beste Fähre, bis ich gefunden habe, Tanga rüber und dann hier die Küste, die auch geplant zu fahren tatsächlich, die ganze Küste hier lang bis nach Marrakesch. Und die ganze Aktion will ich nennen mit einem Trabi nach Marrakesch. Du nimmst ja alles mit. Du nimmst Wüste mit. Wenn du jetzt hier guckst, guck mal, wie es da aussieht. Guck die Umgebung an. Da, guck, alles Wüste. Na, da ist nicht. Das sind Bonzen. Alter, da gehe ich schwimmen. Da sehe ich mich schon. Nee, warte. Warte, guck mal hier. Finden wir auch ein paar Dinger mit Bildern. Das ist alles schon Kauderwelsch hier. Schöne Wüstenstädte hier. Ich will auch ein Bild. Hier, das ist auch ein Bild drauf. Ein Fotopunkt. Guck mal hier, so sieht das da ungefähr aus. So. Ist noch nicht ganz die Westsahara, aber ist schon nah dran. Und da will ich dann runter und dann Richtung Marrakesch. Weil, wer war schon mal mit einem Trabi in Marrakesch? Ich kenne so keinen. Ne? Was ich genau in Marrakesch tatsächlich mache, ist eine andere Frage. Weiß ich noch gar nicht. Ich lasse mir was anderes einfallen. Mal schauen. Aber das ist noch in der Planung. Auf jeden Fall seht ihr, ab hier ungefähr beginnt die Sahara. Wenn ihr jetzt hier schon so guckt, in der Umgebung, wie das da schon aussieht. Das sieht schon sehr wüstig aus, würde ich sagen. Wie so ein Kamel. Oder Andromeda ist das, glaube ich, ne? Vom Ding her.
Deswegen, das ist ja das Ding, das ist der Plan. Und ich glaube, der Plan, der wird da ziemlich wild, schätze ich so vom Gedanken her. Also so, das ist das Ding. Nur halt, wie gesagt, ich schätze mal, das schaffe ich erst im Herbst hin. Ich glaube nicht, dass ich da mitten im Sommer hinfahre, weil mitten im Sommer ist natürlich auch, wie soll ich sagen, Hardcore heiß da, ne? Und mit einem Trabi, luftgekühlten Zweitakter. Ja, Fritz, wollte ich das Kamerateam vom Fernsehen mitnehmen, dann seht ihr auf YouTube auch nichts davon. Davon ist sicherlich auch nicht. Nee, gibt's nicht. Fahren wir los. Ja, dann werden wir ja sehen, ob ich wiederkomme oder nicht. Wir haben ja auch Pech gehabt. Also ich werde, bevor ich losfahre, auf jeden Fall mein Testament schreiben. Ist vielleicht eine gute Idee. Ja, das ist der Plan. Aber ja, ihr habt gesehen, wir sind schon Wüsten erfahren. Aber ich überlege. Das Problem ist einfach nur, wo penne ich? Hotels kann ich mir nicht leisten. Dafür ist zu teuer. Ich muss die Nummer natürlich low budget fahren, weil, wie gesagt, auch wenn es so aussieht, ich habe es nicht unbedingt in den dicksten Kontostand. Dann muss ich mir überlegen, wie ich das alles manage. Ich muss, penne ich im Auto? Penne ich am Auto? Penne ich auf dem Auto? Penne ich hinterm Auto? Was mache ich? Das ist ein Problem. Schmied, das klingt schon mal gut. Mit dem Oliv ist es scheinbar nicht so eng genommen. Ja, ein Dachzelt ist ein Problem. Wenn du jetzt ein Dachzelt auf den Trabi schmeißt, Michi, geht klar. Ich rufe dich dann an, den Tanger. Michi, komm mal vorbei. Ich brauche einen neuen Keilriemen. Oh, dann lässt deine Frau sich scheiden. Du, ich muss mal eben weg. Ich muss Max einen Keilriemen bringen. Das Problem mit einem Dachzelt ist halt, du musst ein Trabant-Dachzelt haben. Du kannst, ich kann das mal eben zeigen. Gucken wir mal auf Google. Trabant Dachzelt. So. Guck mal. Wie die aufgebaut sind. Seht ihr diese Dachzelte, die original von den Dingern sind? Ihr seht, diese Zelte sind oben drauf. Und dann hat man noch so Stützen, die gehen runter in diese Wagenheberaufnahmen. Und das hat kein Dachzelt, was man fertig kaufen kann, weil mein Fettarsch wird das Dach von dem Ding nicht aushalten. Definitiv nicht. Das wird ein Problem werden. Wenigstens nicht ohne diese Stütze. Das heißt, da müssen wir irgendwas bauen. Und das Problem ist aber auch, so ein Trabi-Dachzelt kostet auch richtig Geld. Also das ist, also wie gesagt, ich kann da jetzt nicht 100 Millionen Euro reinstecken, ne? Oh, hier so ein 200, das ist wieder was. Was kostet das? Oh. Isolierhülle, ja toll. Hilft mir ja nichts. Ein Original-Dachzelt, kann man schon hier gar nicht finden. 2,5 Scheine kostet so ein Ding. Und das sehe ich nicht ein, das kostet der ganze Wagen nicht. Weißt du? Das ist noch so ein Problem. Da müssen wir beschäftigen. Die Dinger werden auch nachgebaut, aber ist auch mega teuer. Deswegen, ich muss da müssen wir es einfallen lassen noch. Trabant-Dachzelt, guck mal hier in eBay Kleinanzeigen. Verschenke jede coole Matratze, super. Dachzelt für ein Lader, 850. Hier, das ist ein Ding. Biete Dachzelt, aber ohne Gestänge, ohne alles. Nur dieses komische Aufbauding, da hilft mir auch nichts. Deswegen, das ist ein Problem. Guck mal hier, so zack. 2,3, 2,000, weißt du? Kannst du nicht bezahlen, die Dinger. Das sehe ich auch nicht ein. Ich kann nicht auf einer Karre, für die ich mal irgendwann mal 150 Euro bezahlt habe, ein Dachzelt schmeißen, weißt du, was hier, was mehr kostet als die Karre. Nie im Leben. Nie. Never. Niemals. Der pennt, dann kann ich mit 2000 Euro, da kann ich ein Hotel pennen, die ganze Nummer. Weißt du? Beifahrersitz raus, kann man machen. Also allgemein wäre es eine ganz gute Idee für den Trip. Der war da ein bisschen mehr Platz an der Karre. Aber im Auto schlafen wird auch nichts, weil ich bin einfach zu groß für das Ding, Alter. Das Problem, das ist ungefähr, wenn ihr in so einer Nuckelpille pennt, wie in der Gurke, weißt du, das ist das Ding. Da kriegt er Platzangst drin. Das geht nicht.
Und einen Anhänger ziehen ist auch scheiße. Weil fahr mal irgendwo mal so ein Atlasgebirge hoch, da weißt du, mit einem Dings hier, mit einem Anhänger hinten dran, im Trabant. Das macht auch keinen Sinn. Das ist auch scheiße. Das sind die Probleme. Wir haben auch tatsächlich, vier Leute haben schon mir ein Zelt angeboten zum Leihen, aber ich will mir keins ausleihen, weil das ist eine 50-50-Chance, dass das Ding heiler zu Hause ankommt. Es ist auch eine 50-50-Chance, ob der ganze Wagen überhaupt in Afrika ankommt. Dach abstützen, ja, schwer. Denn Mini-Anhänger-Lounge-Prinzip, Kasten rauf, Matratze, aber auch eine Idee. Hier, der eine, den der Typ da hatte mit dem Zelt hinten drauf. Ja, Marokko geht aber noch. Also mit gefährlich und so, tatsächlich. Ghana würde ich definitiv nicht fahren, so weit, weißt du, so weit runter in den Süden würde ich nicht machen, weil habe ich tatsächlich auch schon schlechte Erfahrungen gesammelt in Ghana selber. Also schlechte Erfahrungen will ich gar nicht mal sagen. Ich will sagen, eher so Grenzerfahrungen gesammelt habe ich in Ghana. So, weißt du, so ein bisschen so aus so Situationen hatte, wo man mal eben so von hier 8, 9 Leuten irgendwo in der Ecke gedrängt wurde und belabert wurde. Naja gut, aber da kann man mich belabern, wie man will, ich mache mein Portemonnaie trotzdem nicht auf. Da können die Jungs vergessen. Deswegen. Da müssen wir uns einfallen lassen. Also die geilste Variante wäre ein Dachzelt. Also wirklich ein Dachzelt. Weil dann ist das Auto immer noch fahrbereit. Es ist tatsächlich noch entspannt. Aber ein Standard-Dachzelt kostet ja auch 1000 Euro, mindestens. Wir können da mal eingeben, Dachzelt, warte mal. Und das ist auch ein bisschen größer als normal. Das würde man noch mal Kleinanzeigen auf. Geben da ein Dachzelt. Dachzelt. Für PKW. Mal gucken, was da kommt. Hier. 850 Eier. Für einen Van, ne? Ich meine, das können wir vorstellen. Das ist ein bisschen lang für einen Trabi. So vom Gedanken her, ne? Aber noch was hier. 1,5. Tausender. 1,1. 1,4 haben wir noch. 850 Tacken für den Defender. Heizdecke mit Powerbank. Das ist halt nicht einfach. Wir gucken auf Kleinanzeigen gebraucht, so, ne? Weißt du? Ich brauche auch kein Vorzelt, ich will ja nur drin pennen. Und aufklappen will ich ihn auch nicht. Guck die ganze Karre nachher noch um. Hier auf so einem Polo, der wäre cool. Das müsste passen. Aber guck mal, 2000 Euro, Alter. Das sind 4000 Mark. Überleg mal, 4000 Mark. Niemals, Alter. Na, guck mal hier. Er hier. 1299. Zwei Personen Dachzelt mit Fernbedienung. Also immer noch 1,2. Ist halt Geld. Die Dinger sind nicht billig, ne? Ja, du kannst ja kein normales Zelt auf dem Dach bauen. Alter, weißt du, wie groß so ein Trabi-Dach ist? Das ist nicht groß. Ja, ich werde nicht mit einem Trabi-Kombi fahren. Ich will mit dem Auto fahren. Wisst ihr? Das ist ja das Ding. Wir müssen das irgendwie bewerkstelligen, dass wir das Ding auf diesen Trabi kriegen. Nicht auf dem anderen, nicht auf dem Kombi. Da kann ich ja, wenn ich mit dem Trabi-Kombi fahre, gleich das Auto tausche, dann kann ich ja gleich mit einem Gurkencamper fahren oder mit einem Robo. Das ist ja vielleicht behindert, wenn ich da hinfahren würde. Pass auf. Vor allem lass mich eh nicht rein, weil es ein Militärfahrzeug ist. Ihr wisst, ne? Der Trabi bleibt nicht mehr hoch, du kommst mit nach Hause. Ich fahre nachher mit dir zurück. Ronald, das kenne ich mit Greenpeace. LKW-Führer schon haben und unser Firma LKW 814 mit Kasten, sagt Bescheid. Geht klar, Mann. Aber es ist ein ganz schöner Ritt, Alter, das weißt du. Und das kostet auch richtig Sprit.
Eine Hängematte auf dem Dach. Ja, aber muss ja auch, kann ja auch mal sein, dass es regnet, ne? Muss ja jetzt ja nicht sein, dass es nicht regnet. Wenn es nicht regnen würde, könnte ich ja mal neben dem Ding irgendwie auf der Matratze pennen. Ja, aber mit Baumarktplanern und Holzstange kannst du kein Zelt bauen. Das machen schon, das machen so, die sind ja schon so gebaut, dass man die zusammenklappen kann und dann oder so mitfahren kann. Das ist schon, wisst ihr, was ich meine? Wenn der Trabi wirklich nicht mehr zurückkommt, dann würde ich ihn da lassen. Ja klar, was soll ich machen, alter Patrick? Den kann ich ja dann nicht. Also glaube ich nicht. Er kommt schon wieder zurück. Aber wenn das Ding endgültig Schrott ist und ich das Ding irgendwo die, was weiß ich, irgendwo eine Klippe runterstürzt und das Ding nicht mehr fahrbereit ist, dann würde ich ihn jetzt ja nicht unterm Arm klemmen und nach Hause mitnehmen können. Ne? Ja, Sausi, ist aber auch nicht so einfach. Das klingt jetzt einfach, wie du es erzählst, aber es ist nicht einfach zu bauen. Dumm Tüches halt können ist nichts mehr los mit. Die haben jetzt mittlerweile andere Sachen, glaube ich, schätze ich mal. Die arbeiten in der Landwirtschaft, ne? Von Frankreich mit den Dingen fahren, um einen Posten Wein abzuholen. Ja, läuft! Hängen wir hinten dran? Gegen Sonne und Regen, Hängematte. Ja, es ist nicht einfach. Sucht man Feldball-Zelt-Kombination. Ja, aber willst du ein Zelt aufbauen? Also ich fühle fühl mich auf dem Trabi auf jeden Fall sicherer als neben dem Trabi. Und du musst ja auch bedenken, in dem Ding ist ja nicht gerade viel Platz, ne? Da kannst du auch. Ja gut, da kannst du auf dem Dachträger irgendwas mit Gurken, ne, vielleicht, aber das ist schon ein Problem. Also ich weiß auch nicht. Das ist noch so ein bisschen. Wahrscheinlich muss ich mir irgendwo so ein Dachzelt besorgen. Also mal ehrlich jetzt so, ne? Das ist das Ding. Also. Ja, Michael, klar, ist in den Kommentaren, aber bisher war noch nichts drauf, worauf ich irgendwie antworten soll, weil ich jetzt irgendwie sagen muss, was reinhaut. Bau Motor aus und eine Matratze rein. Das ist eine Idee. Dachbox und schlafen wie im Sarg. Das ist auch eine geile Idee. Aber ich weiß noch nicht. Es ist, ich glaube, das ist so eine Sache, da musst du dich mal ran gewöhnen. Ne? Also so vom Gedanken her. So dieser Gedanke, sag ich mal, mich neben den Trabi zu legen, irgendwo auf Sand mit Isomatten, irgendwo so. Das ist nicht unbedingt so, das habe ich keine Eier für, Alter. So ein Dachzelt vielleicht schon. Das wird vielleicht gehen. Dann können wir. Das wird jetzt am Auto dran. So ein Trabi-Dach hält mich, wenn ich es verstärke. Also das Ding mit den Wagenheberaufnahmen. Da müsste mich eigentlich beim fetten Arsch aushalten. Weil abspecken bis dahin werde ich eh nicht. Kann ich erzählen, was ich will, aber das wird sowieso nicht passieren. Billigen Pavillon über den Trabi. War auch geil, komplett. Ja, der Gurken kann man bei Trainer drauf und die Gurke hinten drauf ist Schieten. Und zudem glaube ich, dass der Trabi weiterkommt als der Camper. Der Roadtrip Afrika ist geplant gegen Herbst. Ich muss bis dahin erstmal ein bisschen hier ein bisschen Geld verdienen. Das ist leider eine ziemlich teure Nummer. Ich schätze mal, die ganze Story, die kostet mich, wenn ich meinen Laden jetzt auch noch 3 Wochen zumachen muss, über 10.000 Euro. Und jetzt ohne irgendwelchen Scheiß zu erzählen. Das ist wirklich so. Ne? Und das ohne Auto. Das Auto ist dann schon fertig. Bei Löhne und Nebenkosten aber trotzdem weiter, auch wenn ich am Arbeiten sind, ne? Stell dir mal vor, Alter, ich bin in Afrika verschollen, da müssen Tino und Gordon den Laden weiterschmeißen. Ist so, Thorsten, wir beißen uns durch. Durch den Burger. Moin, Stefan. Ausziehbares Bett aus dem Kofferraum. Das kannst du auch, das geht auch nicht, Alter. Was Patrick schon schreibt, das stimmt, ne? Patrick hat schon recht, Patrick W. Ein vernünftiger Klappfix wäre das Beste.
Eigentlich ja, weil das Ding wiegt auch nicht viel. Warte mal. Können wir mal Klappfix eingeben? Google? Nee. Kleinanzeigen? Klappfix. Klappfix. Hier, Faltkaravan 37. Weil die kriegst du relativ billig, diese Klappfix, weil die keiner haben will. Da hat irgendwie keiner Bock drauf. Ich weiß gar nicht warum. Kann mir gar nicht vorstellen, warum keiner einen Klappfix haben will. Günner, ich muss aber pennen. Wer will es sonst machen? Ich glaube, ich muss nicht reparieren. Jetzt läuft einfach durch der Bock. Ein Heinemann. Ist auch geil. Oh, hier. Guck mal, wie klein der Heinemann ist. Der ist ja niedlich. Alter, der ist niedlich. Der ist echt niedlich. Komm, mit dem Vorzelt. Das schmeißen wir natürlich weg. Das braucht keine Sau, so ein scheiß Vorzelt. Wir brauchen so ein scheiß Vorzelt. Ja, ein Quack ist zu schwer. Und zu teuer. Komm, gleich ein Dachzelt kaufen. Nee, mein Klappfix ist am Arsch. Auf dem Klappfix ein Zelt drauf, das hält nicht. Das ist nur so Speerholz-Scheiße. Heinemann, Klappfix für Vorzelt, Gestänge ist verbogen und ein paar gebrochen. Das hält völlig heil. Ach, scheiße, das hilft ja auch nichts. Und es steht in Brandenburg, ist sowieso voll weit weg. Camp-Tourist, oh, den lieben wir doch. Wir wissen doch, dass der gut ist. Oh, den kenne ich noch. Oh, hoffentlich ist das ist nicht mein Alter, ein Glück. Oh, der gute. Oh, oh ne. Ach komm, der wär in Erinnerung wach. Es sind billige Dinger, ne? Kannst sagen, was du willst. Mit Bedienungsanleitung, mit einem Wartbuch vorher dran, fühle ich das Ding. Da sehe ich mich schon wieder absaufen. Achso, wenn er meint, dass ich überfallen werde mit dem Auto. Ich glaube, das ist das letzte Auto, was man überfällt. Alpenkreuzer? Naja, ne? Oh, hier, der ist ja vom Preis schon mal ganz gut. Hallo, Freunde des einfachen Campings. Oh, geil. Oh, schön. Das Ding ist genau. Ach du Scheiße. Das ist aber falsch, das ist der falsche. Den muss man zwei Leuten aufbauen. CT2, der wär's, der kleine, den brauchen wir. Junge, Alter, das wäre. Das ist der falsche, das ist den eingebauten Vorzelt. Ich will keine Vorzelt, ich finde die scheiße. TÜV neu, das ist mir egal. Klappfix aus DDR-Produktion. Ist doch voll egal. Hier, das ist so ein kleiner, oder nicht? Mit dem Deckel als Fußraum, genau, so einer ist das. Das ist doch ein Alpenkreuzer, oder nicht? Zwei Stockwerke. Deckel muss man so neue Fragen, bla 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 bla. Marken des Helpplane. Alles was vorgeschlagen hat. Ja, alles andere Zelt selber bauen bin ich so blöd für. Ne? Ein Dachzelt kaufen ist mir zu teuer. Das lohnt sich nicht. Da kann ich eher im Hotel pennen. Ein Klappfix kaufen für 400 Tacken, das kriege ich wohl nachhin. Oh, da steht seit Corona. Das sieht gut aus. Da haben wir Chancen. Oh, nee. Ich will so einen Scheiß. Heinemann, das hier ist ein guter Heinemann. So ein westdeutsches Kackprodukt. Oh, guck mal. Wie ein Haus. Ach du Scheiße. Junge, der ist ja geil. Alter. Ein echter Heinemann. Wer kennt ihn nicht? Mit Löchern drin. Der ist nur gemacht. Wohnwagen ist dicht und funktionsfähig. Ist der auch gebremst? Oh ne, der ist nicht gebremst. Der hat 400 Kilo, hat der. Das geht mit dem Trabi nicht. Trabi darf keine 400 Kilo ungebremst ziehen, oder?
Steht drauf, steht nicht drauf, wie schwer der ist. Das fehlt nicht. Da steht in Bayern, das ist sowieso raus. Da kannst du nur einen Camp-Tourist nehmen. Kombi-Camp. Meinst du? Muss halt einen harten, Alter. Der ist gleich um die Ecke. Nachher ist das meiner. Das ist, nee, ist er glaube ich nicht. Man hat nur zwei Platten. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Falle. Mein alter Klappfix lauert wieder auf mich. Und sagt, komm her, Max. Sauf ab mit mir. Das kriege ich alleine hin. Ach du Scheiße. Nee, das kriege ich nicht alleine hin. Oder? Nee. Das kriege ich nicht alleine hin. Der ist zu groß. Kabine beim Trabi vom Kofferraum getrennt und die Rücksitzbank als Barriere dazwischen. Bau die Bank aus. Ja. Ist nicht ganz so einfach. Das ist leider halt wieder. Trabi ist ein ziemlich kleines Auto. Also ich glaube, wenn ich mich lang darin mache, ich habe die Beine aus dem Kofferraum fast schon raus. Oh, hier, guck mal, der hat sogar TÜV. In gutem Zustand. Oh. Ey, hier, geiles Ding, den kenne ich sogar. Der war in Antlam. Der ist von Antlam abgesoffen damit mal vor ein paar Jahren. Das ist wieder der falsche, ne? Welchen hatte ich, in CT2 oder welchen hatte ich gehabt? Aus CT1? Das ist eine gute Frage. Die Camp-Tourist mit einer 5, sagst du. Okay. Suchen wir mal welche mit der 5. 6. 5 brauchen wir. Hier, 5.2. Der Preis ist auch vollkommen in Ordnung. Das steht nur mega weit weg. Ach, das sind die mit dem Dings, mit dem Boden. Ja, die sind einfach, glaube ich, auch. Sieht gar nicht mal so schlecht aus für den Gurkenkurs, das Ding, ne? Die Reifen sind in Ordnung. Keine Papiere, ja, bin ich raus. 6-1. Glaubst du auf dem Set? Kombi-Camp. Oh, okay, ich gebe mal Kombi-Camp ein. Das klingt gut. Kombi-Camp. Gucken wir mal, was passiert. Da ist so einer. Okay, können wir uns mal angucken. Der Preis fand ich interessant, aber angucken wir uns trotzdem mal, wie die aufgebaut sind. Gucken wir mal. Ist das so ein Ding, Alter? Ja, die sind noch nicht gebremst. Das wird nichts. Der darf kein Trabi ziehen. Das Problem ist, wir brauchen einen gebremsten Anhänger. Das ist zu schwer. Das ist überladen damit. Gibt es doch einen gebremst? Mit Auflaufbremse. Da haben sie Auflauf reingekoppelt in die Bremsen. Der ist mir zu teuer. Immer nur begrenzte Anhänger, das ist auch so ein Quack Junior, den kannst du auch nur mit hier Dingsen ziehen. Den kannst du auch nur gedingst. Lass die Beine aus dem Fenster raushängen und schlaf im Auto. Achso, ein Passat mit 450k noch? Ja, hab ich noch, alter Manu. Du meinst den Grauen, ne? Der hat jetzt neu TÜV. Haben wir es gemacht vor, jetzt am Freitag haben wir den gemacht. Naja, hier ist nichts bei. Der ist geil. Ja, ist nicht ganz so einfach, ne? Ja, 300 Kilo. Ich glaube, ich darf nur 200 Kilo gebremst, oder? Ich habe einen Schein in der Gurke liegen. Das wird wild. Das wird echt wild. Ja, mal gucken. Wir müssen uns irgendwas überlegen. Ich gucke noch mal ein bisschen nach Dach. Ich habe ein paar Tage noch Zeit. Ich gucke ein bisschen nach Dachzelten und sowas. Hier finde ich ja auch irgendwas in der Richtung. Ja, eben muss es da einfallen. Aber ich wollte nicht wieder einen Anhänger. Dach sind mir so teuer. Ich wollte nicht unbedingt wieder hinten Ding rein. Ich muss mal gucken. Oder ich. Wollen wir mal ein Experiment machen bei der Gurke und die Sitze mal ausbauen und mal gucken, ob man darin schlafen kann? Und was meint ihr? Moin U-Boot, Alter. Kannst du mir meinen Teller zuladen, ja?
Okay, das da, wo ich langfahre, ist das relativ egal. Obwohl vielleicht die Franzosen, glaube ich, die mögen das nicht so. Ich würde sagen, wir machen mal ein Problem, wir machen mal einen Probeaufbau, okay? Wir bauen mal den Beifahrersitz aus. Ich guck mal, ob ich die. Ich baue die Rückbank mal aus. Das ist ja beim Trabi nicht so ein Arc, Rückbank sind 4 Schrauben. Ne, und dann hier. Und dann werden wir ja sehen, ob es passt oder nicht passt. Das würde ich sagen. Das machen wir so. Und wenn das dann passt, dann bauen wir eine Sperrholzgurkenkonstruktion, dass man darin pennen kann. Was natürlich ein Problem werden könnte, weil ich will noch einen Motor mitnehmen, Klamotten will ich noch mitnehmen, ich muss auch viel auf den Dingsen bauen. Ja, ich will aber kein Sponsoring, Thorsten. Das will ich nicht haben. Weißt du, ich habe nicht so mit Werbung und du weißt ja, wer das ist. Obwohl, so eine Dachzeltfirma können wir mal anschreiben. Obwohl, mache ich mal. Das ist eine gute Idee. Mach das, vielleicht kriegen wir so ein Dachzelt gesponsert. Hoffentlich leihen mir das nicht aus, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht wiederkommt, ist sehr groß. Ich würde sagen, dass der ganze Wagen wiederkommt, ist 50-50. Das sieht normal schon ganz schön hart. Ey, pass auf. Naja, gut. Wir probieren das mal aus. Rüpper, mein Trabi kannst du nicht umklappen. Wir sind nicht bei der Limo. Ich würde sagen, dass das hier gucken wir uns. Das gucken wir uns halt an. Weißt du? Ja, la, Niva ist aber viel größer als ein Trabi, Alter. Ich bin früher selber Niva gefahren. Das war der Trabant. Früher beim Pimpern lag die Frau unten. Ja, aber nicht so ein Typ wie ich. Person wird gesponsert von Pessaja. So, gut. Genug von dem Thema. Ihr seht, das Thema ist noch sehr brisant. Aber ich werde euch auf dem Laufenden halten. Auch mit der Geschichte, dass wir die Gurke mal auseinanderreißen und mal gucken, ob man darin pennen kann. Weißt du? Finde ich jetzt so vom Ding. Testen wir einfach mal. Schnacken kann ich ja viel. Testen hilft mehr. So, Freunde. Wollt ihr denn wissen, was heute beim hier. Ja, die Chris wollen die machen lassen mit D-Max. Dann kommt das nie auf YouTube. Die Frage ist: Willst du einen 3-Wochen-Roadtrip in einer 40-Minuten D-Max-Folge sehen? Oder willst du die ganze Scheiße wirklich miterleben? Weißt du? Also, da würde ich wahrscheinlich eher sagen, das Zweite. So. Wollt ihr sehen, was heute los war? Ich war noch nie Rostocker, Alter. Ich komme aus Wilhelmshaven. Weil ich kann ja mal eben. Hickmark hat sein Video hochgeladen. Weißt du? Ja, aber CT6 ist zu groß, Rainer.